Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Elmar Stapelfeld und ich bin hier angetreten, um ein bisschen zu stänkern. Weil das Thema Konstitution ist ja allgegenwärtig. In den Medien, in den Fachbüchern, in unseren Mündern. Aber die Frage ist, ob wir es 100% verstanden haben und was wirklich mit der Konstitution gemeint ist in der Praxis. Es ist so schön, irgendwie von sich als Pitta-Typ, als Kapha-Typ zu reden und dann anscheinend genau zu wissen, was man machen soll in seinem Leben. Und überall liest man von dem konstitutionsbezogenen Ansatz des Ayurveda. Aber ganz viele Leute kommen in meine Praxis mit folgendem Problem. Ich bin Pitta. Meine Symptome sind Vata. Mein Mann ist Kapha. Was sollen wir jetzt noch essen? Kennt ihr das Problem? Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen, die jetzt noch keine Ayurveda-Ausbildung gemacht haben, sich wirklich intensiv mit der Literatur beschäftigen und genau an dieser Stelle aussteigen. Sie wollen was Gutes für sich tun, aber sind völlig überfordert von diesen Fragebogenlisten und von den Tabellen, was die Nahrungsmittel anbelangt, dann sollen sie jetzt Hafer oder Hirse essen? Worum geht es hier überhaupt? Und da müssen wir irgendwas falsch gemacht haben in der Basisliteratur. Und da geistern ja so komische Aussagen rum wie Gleichgewicht von Vata, Pitta, Kapha. Klingt sehr exotisch, muss ich verstehen und dann kann ich wirklich was für mich tun. Doshas in Harmonie bringen, Konstitution ausgleichen, meinen Typ leben. Aber was bedeutet das eigentlich? Es ist so schön, über Vata, Pitta, Kapha zu reden und Konstitutionstypen angeblich einteilen zu können. Das Wetter, Nahrungsmittel, Farben, Schwiegermütter, Autos, was auch immer. Aber de facto, was diagnostizieren wir da? Wem ordnen wir das überhaupt zu, diese Thematik? Aus meiner Sicht herrscht da eine große Verwirrung. Eine Unschärfe, wenn es um praktische Entscheidungen im therapeutischen Kontext geht. Und woran liegt das? Also ich bin echt ein bisschen polemisch. Ich habe dieses Buch nicht gelesen, sage ich von vornherein. Vielleicht ist es total super, aber das, was ich jetzt am Titelbild und bei der Biografie der Autorin rausgefunden habe, führt mich einfach dazu zu vermuten, dass wir bei den Veröffentlichungen schon mal auf die Suche gehen müssen. Weil ich habe die Autorin hier jetzt geschwärzt, aber sie ist auf jeden Fall Diplompsychologin, Tarot-Expertin und eben Autorin und hat im Bereich Tarot umfangreiche Erfahrungen, auch im schamanistischen Arbeiten. Aber jetzt hat sie ein Ayurveda-Buch geschrieben. Und sie ist halt eine Journalistin. Und das ist ganz häufig der Fall, dass Leute, die eben nicht in der Praxis stehen, sondern ein hübsches Buch schreiben, weil das ist sehr schön aufgemacht, also auch von der Bebilderung her, von den Farben, all dieses Warme, was man mit Ayurveda verbindet, dieses Wohlfühlprinzip, das hat sie sehr schön schon mal eingefangen. Das Essen ist ja auch das zentrale Thema im Ayurveda, der Genuss dabei. Aber leider, glaube ich, brauchen wir hauptsächlich Bücher von Leuten, die mit Ayurveda in der Praxis arbeiten. Es muss ja nicht unbedingt ein Arzt sein, aber dass wir auf jeden Fall praktische Erfahrungen haben. Weil da zeigt sich's, ob unser Vata, Pitta, Kapha-Verständnis ausreicht, um Menschen gesund zu machen. Über die Ernährung, eventuell über Lebensstilempfehlungen und so weiter. Als ich angefangen habe mit Ayurveda, das ist schon sehr, sehr lange her, da habe ich in Hamburg dann später meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht. Und damals gab es eben noch nicht solche vielen bunten Bücher und auch noch nicht so viele Hochglanzzeitschriften, wo Ayurveda in jeder Munde war. Das war noch das Zeitalter, ne, mit Aloe Vera und Ayurveda und so. Und da war ich noch jedes Mal froh, wenn ich irgendwo in irgendeiner Zeitschrift nur Ayurveda gelesen habe. Und da bin ich in Hamburg durch ein Einkaufsviertel gegangen und habe plötzlich beim Bodyshop gesehen, hier Ayurveda. Ich habe mich super gefreut, bin sofort rein. Ich war vorher noch nie im Bodyshop. Ich bin auf jeden Fall in den Bodyshop reingegangen. Und da gab es eine Ayurveda-Ecke mit einer Holzsäule. Und da war angenagelt der Konstitutionstest. 5 Fragen Vata, ich habe jetzt auf 3 reduziert. 5 Fragen Pitta, 5 Fragen Kapha. Das hat man ausgefüllt. Und gleich daneben stand dann die Vata-Seife, die Pitta-Seife, die Kapha-Seife. Das Vata-Shampoo, Pitta-Shampoo, Kapha-Shampoo. Ist irgendwie bekannt.
Das Marketingprinzip funktioniert einfach viel, viel besser, wenn wir das Gefühl haben, wir kaufen etwas für uns ganz individuell. Unsere eigene Seife, die auf uns persönlich zugeschnitten ist. Aber was hat Verdauung, Temperament und Schlaf damit zu tun, was für eine Wahl wir treffen, um unser Shampoo oder unsere Seife zu kaufen? Wenn der Bodyshop-Test tatsächlich vorgesehen hätte, unseren Hauttyp genauer zu klassifizieren oder unseren Haartyp, hätte das Ganze eventuell Sinn gemacht. Aber diese oberflächlichen, allgemeinen Testverfahren schaffen viel, viel mehr Verwirrung. Und ich glaube, an dieser Stelle liegt es halt, dass auch viele Leute sich gar nicht zuordnen können. Und ehrlich gesagt erinnert mich das an... Kennt ihr noch den Psychotest von Bravo früher? Ja? Habe ich jedes Mal gemacht. Aber ich wusste jedes Mal, wenn ich heute der verständnisvolle Typ sein möchte, muss ich da Kreuze setzen. Wenn ich der Draufgänger sein will, muss ich da die Kreuze setzen. Und wenn wir die meisten Testverfahren im Ayurveda genauer anschauen, ist es meistens recht ähnlich. Wir haben jetzt hier in den Ausbildungszentren eher das umgekehrte Problem, dass wir so viele Informationen sammeln, dass wir auf einmal unsicher werden, ob wir das überhaupt alles sehen können beim Patienten. Aber in den meisten Fällen ist es eben an der Oberfläche geblieben. Ja, diese Konferenz diesmal hat als ein Schwerpunktthema die klassischen Texte. Ihr kennt es, ich bin selber Indologe, beschäftige mich sehr damit. Ich will euch damit jetzt nicht bombardieren. Lohnt sich auch vielleicht gar nicht, weil... Seht ihr, was es alles über Konstitution in klassischen Texten gibt? Habt ihr entdeckt? Nee? Hier unten. Ich mache es euch mal ein bisschen größer. Da. Also, tatsächlich gibt es in den klassischen Texten so vielleicht 4, 5, 6 Stellen, wo es um Konstitution geht. Vielleicht habt ihr euch mal die Mühe gemacht, da reinzuschauen. Wenn wir das vergleichen, wie intensiv wir über Konstitutionen reden in unseren Veröffentlichungen hier mit den Patienten, ist es im Vergleich dazu in den klassischen Texten extrem übersichtlich. Und da würde ich euch gerne mal so die Essenz von rausziehen. Und zwar, Prakriti ist ja der Begriff für Konstitution. Das heißt wörtlich übersetzt Natur auf Sanskrit. Ich finde das eigentlich einen viel, viel schöneren Begriff als Konstitution. Weil Konstitution kritisch ist ja meine Überschrift, also ich werde es jetzt von allen Seiten bombardieren. Das kommt von dem Verb kr, das heißt tun und machen, genauso wie Karma, daher kommt das. Und pra, diese Vorsilbe, heißt voran. Und das bedeutet eben produktiv. Die Natur insgesamt ist produktiv. Und das ist auch ein harmonischer Prozess, den wir da immer mitschmecken, wenn wir den Begriff Prakriti verwenden. Denn im Gegensatz dazu, ihr kennt das Gegenteil dazu, ist Vikriti die Störung. Ist ähnlich aufgebaut. Vi heißt einfach diffus in alle Richtungen. Man könnte auch sagen Verfall. Und diese Gegenüberstellung ist für uns ja extrem wichtig, aber leider in vielen Veröffentlichungen wird dieser Unterschied nicht gemacht. Wenn ich jetzt den Test mache, bestimme ich meine Prakriti oder bestimme ich meine Vikriti? Und wenn wir uns jetzt ein bisschen genauer mit dem Thema beschäftigen, sollten wir uns bei diesem dieser Dualität erstmal eine Weile aufhalten. Vikriti bedeutet unharmonisch zu dem. Okay, und wenn wir jetzt auf diese Natur zurückkommen, das kennt ihr wahrscheinlich alle aus Dr. Guptas ersten Seminar. Ne? Alle diese Begriffe, die wir nie verstanden haben. Der schwierigste Teil des Grundlagenstudiums. Aber Dr. Gupta hat sich damit sehr viel Mühe gegeben. Und hier haben wir halt das Seelenprinzip. Auf der einen Seite diese Dualität der Sankhya-Philosophie repräsentiert durch Dr. Gupta. Ist das männliche Prinzip. Und auf der rechten Seite haben wir eben das weibliche Prinzip. Und das steht für die Natur. Und die entsteht eben aus verschiedenen Emanationsstadien. Und ganz unten irgendwo haben wir auch die 5 Elemente. Und daraus entsteht dann unsere körperliche Konstitution. Aber nicht nur die körperliche, sondern hier haben wir eben sehr feinstoffliche Elemente. Und all das schwingt mit, wenn wir von Natur reden. Also diese Erkenntnisse des Ayurveda in die Tiefe unserer Psyche in Richtung Seele hinein. Okay, und dann gibt es in der Charaka Sanhita eins meiner Lieblingskapitel im Shariras-Sthana Nummer 5. Und da ist eben der große Atreya, habt ihr vielleicht auch im Vortrag von Ram gehört. Das ist der große Weise, der Rishi der Charaka-Tradition. Und der hat
folgenden Satz geprägt und ich würde sogar sagen, das ist der Leitsatz der Ayurveda-Philosophie ohnehin. Das ist so im Sinne von Makrokosmos gleich Mikrokosmos, dieses mein Wesen gleich der Welt. Also das, was ich in mir trage, das ist auch da draußen zu finden. Und ich spreche das deswegen an, weil ich den Begriff meine Natur als schönen, griffigen deutschen Begriff eigentlich sehr viel schöner finde als den Begriff Konstitution. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und diese Verbundenheit zwischen mir als Individuum und der großen Natur, die große Natur, die in mir auf allen Ebenen wirkt, das ist eben etwas, wie ich von der Natur gebaut wurde, wie die Natur mich gedacht hat in meiner ganz individuellen Ausprägung, aber nicht geteilt vom großen Ganzen, sondern eben ein integrativer Bestandteil davon. Wenn wir jetzt nochmal den Begriff genauer abklopfen, wie er in der Charaka-Samhita verwendet wird, so steht Prakriti, wie es im Sanskrit üblich ist, nicht nur für eine einzige Sache, also nicht nur für die Konstitution, sondern zunächst einmal für gesund oder gesunder Zustand, wie ich es eben schon bei dem Begriff Prakriti hatte. Und wird einfach gegenübergestellt der Vikriti. Und wenn wir uns jetzt fragen, was ist denn überhaupt normal, dann kommen wir einfach zu dem Thema der Individualität. Und darauf möchte ich letztendlich in diesem Vortrag hinaus, dass der Begriff Individualität sehr, sehr weit trägt und eben über der Überschrift meine eigene Natur. Wie entsteht die Konstitution? Haben wir gelernt, also zum Zeitpunkt der Befruchtung, zu Beginn des Lebens steht es in der Charaka Samhita, wirken verschiedene Faktoren auf die befruchtete Eizelle ein, die Ernährung, das Verhalten der Mutter, vor allem der Milieu und des Zustand des Uteruses zu diesem Zeitpunkt. Die Beschaffenheit von Samen und Eizelle und letztendlich sogar der Befruchtungszeitpunkt. Diese Faktoren sind uns bekannt und daraus ergibt sich eben, dass das sozusagen das Erbgut ist, was wir mitbekommen. Plus Faktoren, die sich eben während der Schwangerschaft oder während der Befruchtung noch einstellen können. Auch nach der Befruchtung gibt es noch ein paar weitere Faktoren, habt ihr sicherlich gelernt. Warum ich das hier nochmal aufnehme, ist, der Satz ist nämlich noch nicht zu Ende. Das, was danach folgt in der Charaka-Samhita, ist eigentlich viel wilder. Und zwar, diese Faktoren, diese Doshas, senken sich in die befruchtete Eizelle, so wie das Gift des Wurmes sich im Wurm befindet. Und da haben wir jetzt einfach eine ganz andere Darstellung, dass eben das Dosha-Element, was bei uns in der Konstitution aktiv ist, eigentlich negativ gewertet wird. Und dann haben wir auch diese Begriffe, es gibt keine Vata, Pitta, Kapha-Konstitution, sondern da gibt es eine Korrektur, hat einer in den Vortragenden auch schon mal gesagt, dass es die Vata-dominierte oder Pitta-dominierte oder Vata-Pitta-dominierte Konstitution ist. Da sind die dann teilweise sehr genau. Das heißt, Prakriti ist immer positiv, aber hier im konstitutionellen Kontext ist eben eine negative Wucht, die uns in eine bestimmte Richtung drängt, mitgeliefert worden. Und dann ist es extrem wichtig, zwischen der körperlichen Konstitution und der psychischen Konstitution zu unterscheiden. Und das passiert leider auch häufig nicht in den Veröffentlichungen. Da geht es viel mehr um emotionale Aspekte als um körperliche Aspekte. Aber die Doshas, schon im allerersten Kapitel der Charaka-Samhita, sind körperliche Prinzipien. Und ich glaube, da sollten wir, wenn es jetzt um praktische Dinge geht, sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn wir mit Patienten reden oder auch hier und im Kollegenkreis, ist es meistens so, dass wir die emotionalen Bestandteile viel mehr im Fokus haben. Wenn wir so aufbrausend und aggressiv sind, dann sagen wir sofort, wir sind Pitta, aber vielleicht haben wir einen ganz schmächtigen Körperbau. Und hier ist mein Tipp, so aus der Praxis heraus, bitte die emotionalen, psychischen Aspekte weiter in den Hintergrund rücken und die körperlichen, ganz greifbaren Dinge viel mehr in den Vordergrund zu rücken. Weil ich habe häufiger in den Ausbildungen festgestellt, dass man als Student oder auch schon als ausgebildeter Ayurveda-Therapeut sich oftmals schwer tut mit der Erfassung der Konstitution. Und ich glaube, das liegt überwiegend daran, dass wir uns emotional definieren und weniger körperlich. Aber für die emotionale, psychische Konstitution haben wir eben Sattva, Rajas und Tamas als Kriterien am Start. Und insofern ist es wichtig aus meiner Sicht, die Doshas auf der Ebene, wo sie hingehören, eigentlich zwischen Körper und Psyche, auf die Ebene der
Funktionen, also Menstruation, Verdauung, Stuhlgang und Schlaf etc. Das ist eigentlich das, wo diese dynamischen Prinzipien wirksam sind, als Vermittler eigentlich zwischen Körper und Psyche. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass die emotionalen Aspekte überhaupt keine Rolle spielen, aber wenn ihr unsicher seid, solltet ihr aus meiner Sicht immer das, was körperlich greifbar ist, als entscheidendes Kriterium heranziehen. Dann gibt es ein weiteres Zitat. Wir hatten ja am Anfang so diese Begriffe, diese Unschärfe in der Begrifflichkeit, die Doshas ausgleichen, Konstitution ausgleichen und so. Hier steht es nochmal, die konstitutionell dominanten Doshas verstärken sich nicht. Sie werden auch nicht geringer. Nur bei nahendem Tod kann es von selbst zu Veränderungen kommen. Swabhavat steht da, also von selbst. Und das ist euch vielleicht bekannt, wenn ihr im Krankenhaus arbeitet oder mit sterbenden Menschen Sterbebegleitung mal gemacht haben. Da ist es wirklich schwer, überhaupt zu definieren, was ist da für ein Konstitutionstyp im Hintergrund. Aber das ist einfach eine Basisdefinition. Alles, was sich verändert im Laufe unseres Lebens, ist nicht Teil der Konstitution. Zum Beispiel solche Scheidepunkte sind Entbindungen, Schwangerschaften. Da verändert sich oftmals viel bei der Frau oder starke Erkrankungen. Und dann ist eben diese große Herausforderung gegeben, was ist jetzt Vikriti, was ist veränderbar und was ist an der Tiefe wirklich die Prakriti? Und brauchen wir jetzt ein Foto vom jungen Erwachsenenalter, gab es da eventuell schon Erkrankungen? Und dann scheint es auf einmal alles fürchterlich kompliziert zu werden. Aber am Ende des Vortrags möchte ich es nochmal alles wieder zurückholen und euch Mut machen, falls ihr den noch nicht erworben habt. Die Konstitutionsbestimmung ist eigentlich eine sehr einfache Sache. Okay. Generell ist die Bestimmung der Konstitution für die Gesundheitserhaltung wichtig. Prakriti als eigentlich per Definition gesunder Zustand bezieht sich tatsächlich immer auf die gesunden Menschen und auf die Gesundheitserhaltung. Da sehe ich den Platz der Konstitutionsbestimmung überhaupt. Das würde einfach bedeuten, wir können, wenn wir die Konstitution kennen, ja, sagen wir mal, die ist gelb, Pitta, keine Ahnung. Dann ist ja die eigentliche Logik, daraus entsteht auch eine Pitta-Erkrankung. Aber wie viele Menschen kennt ihr, die eine Pitta-Konstitution haben, aber die überwiegend Vata-Symptome haben? Das ist eigentlich der überwiegende Teil, nach meiner Beobachtung. Wir können, und das ist ja eigentlich der große Trumpf bei der Konstitutionsbestimmung, eigentlich theoretisch eine individualisierte Prophylaxe machen. Aber die Dosha-Verteilung allein reicht einfach nicht aus. Denn wenn jemand mit einer Pitta-Konstitution einen Vata-Beruf hat, eine Vata-Beziehung und viel reist, dann passiert Folgendes, dass diese blauen Faktoren sozusagen das Gelb abdecken, dass es wie eine Schicht oben drüber liegt und wir eben eine ganz andere Problematik dann haben. Wenn diese Faktoren noch stärker sind, dann geht es vor allem um die Behandlung von der Vikriti, von den Vata-Symptomen. Und die Konstitution in ihrer Bedeutung tritt einfach total in den Hintergrund. Und eventuell sind wir sogar gar nicht in der Lage, im ersten Termin zu bestimmen, weil diese Schicht da so dick ist. Was ist das überhaupt für eine Konstitution im Hintergrund? Und das braucht euch nicht peinlich sein. Können wir da denken, oh Gott, jetzt habe ich so lange Ayurveda studiert, habe so viel Geld ausgegeben und ich kann noch nicht meine Konstitution bestimmen. Aber je dicker die Krusten der Vikriti oben drüber sind, desto weniger ist es auch von Bedeutung, weil die Patienten wollen ja nicht ihre Konstitution irgendwie, ja, mir fehlt der Begriff dafür, weil es den eigentlich gar nicht gibt, sondern die wollen ihre Beschwerden gebessert haben. Das heißt nicht, dass die Konstitution gar keine Rolle spielt, aber der Fokus bei Menschen, die zu uns kommen als Therapeuten, liegt auf der Vikriti. Das ist ganz eindeutig. Und in diesem Falle ist es halt mehr die Ursachenbehandlung, wenn wir eine Prophylaxe machen wollen. Wenn wir zum Beispiel einen gesunden Menschen haben, weil Thema, Prakriti war ja gesund, habe ich ganz selten, aber hin und wieder kommt mal jemand, der will einfach nur gesund bleiben, dann sollte man die Lebensgewohnheiten, die Ernährungsgewohnheiten abfragen und wenn man da sieht, okay, das ist ein eindeutig Vata-dominierter Lebensstil und Vata-dominierte Ernährung, dass wir dann denken, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er Vata-Symptome entwickelt, ist viel, viel größer, als dass seine Konstitution sich meldet symptomatisch. Okay, und deswegen auch Zitat an dieser Stelle, wenn man die Konstitution kennt, soll man seine Handlungen planen, aber die Konstitution ist nicht der einzige Faktor, den wir dabei berücksichtigen müssen.
wieder eine Prakriti. Wenn die Vikriti da drüber liegt, müssen wir die Vikriti behandeln. Das ist sozusagen die Zusammenfassung von dem, was ich eben gemeint habe. Und dies ist für mich eigentlich die wichtigste Folie in diesem Vortrag. Und zwar, an welcher Stelle, an den wenigen Stellen, wo überhaupt über Konstitution in der Charaka Sanhita oder in allen klassischen Texten, ich habe Charaka Sanhita, Sushruta und Ashtanga Hridaya Sanhita gescannt. Und wenn ihr da zum Beispiel im Index guckt, zu Konstitution, da gibt es dann zwei Angaben jeweils. Das ist tatsächlich so. Es wird wirklich sehr, sehr wenig darüber geredet. Und an welcher Stelle wird das meiste gesagt? Das ist halt hier, bei der Frage, wie viel Abwehrkraft hat der Patient gegenüber der Kraft der Erkrankung. Das ist quasi prognostisch wichtig. Bei Erkrankten spielt die Prognosebestimmung die Hauptrolle für die Konstitution, das Wissen um die Konstitution. Und das möchte ich euch jetzt noch ein bisschen detaillierter zeigen. Und zwar, es gibt da ein 10-Punkte-Programm, um diese Prognose zu bewerkstelligen. Und auf der Seite der Bestimmung der Faktoren, die für den Erkrankten wichtig sind, also wie viel Abwehrkraft hat er, wird die Konstitution tatsächlich genannt, auch an erster Stelle. Wir wissen, dass da eine gewisse Wucht, eine gewisse Tendenz angelegt ist, das Leben lang, und das müssen wir mit berücksichtigen. Aber die Qualität der Gewebe, wir müssen also weitergehen. Die Dosha-Ebene ist die alleroberflächlichste Ebene. Mein Lieblingsvergleich ist, es ist so wie, kommt ein Mann zum Arzt, kommt eine Frau zum Arzt, kommt ein Kind zum Arzt. Da sollten wir wirklich weitergehen. Das ist viel zu allgemein. Wir können ungefähr den Überblick behalten, in welche Richtung geht's. Und wir können bestimmte Symptome miteinander kombinieren und wissen, dass wir sie ähnlich behandeln können. Aber wir müssen eigentlich gucken, wie ist die Verteilung der Gewebe, wie gut ist die Qualität der Gewebe, das ist halt der Manifestationsort der Erkrankung und eigentlich die gesamte Diagnostik fahren. Aber an dieser Stelle wird eigentlich im konstitutionellen Sinne die Anlage der der Gewebequalität und Funktionalität hier aufgeführt. Also das ist jetzt keine Diagnostik der Vikriti, ne, so wie wir es hier immer machen, sondern vielleicht ist es euch nicht so bekannt, dieses Sara-Konzept spricht dafür, okay, jetzt habe ich zum Beispiel Rakta-Sara, ne? Ich bin immer gut durchblutet und immer schön warm. Das sind so Anzeichen dafür, dass bei mir das Rakta einfach intensiv ausgeprägt ist. Und das wird positiv bewertet im Ayurveda. Ist aus meiner Sicht Teil des Komplexes der Bestimmung der tatsächlichen Ausgangssituation des Patienten. Dann, wie kompakt ist der Körperbau? Die Studenten aus der SAM-Gruppe, die haben das alles in Indien gemacht. Die haben dann irgendwie den Körper auch abgemessen. Das ist nämlich noch etwas anderes. Man geht davon aus, wenn man ausgewogene Körpermaße hat, dass das ein Anzeichen ist für eine gute Abwehrkraft. Auch wenn der Körper kompakt ist und die Muskulatur halt nicht hängt, sondern richtig schön vom Body-Mass-Index, dass alles genau passt. Dann die Verträglichkeit. Wir kennen das mit den Geschmacksrichtungen. Das verbinden wir normalerweise mit Verträglichkeit. Aber andere Autoren sprechen auch von der Verträglichkeit des Ortes und der Zeit. Also wenn wir reisen, sind wir in der Lage, das gut zu kompensieren oder sind wir sehr anfällig für Erkrankungen, die sich auf das Klima zurückführen lassen? Dann auch die mentale Stärke findet hier auf einmal ihren Niederschlag. Also nicht in der Konstitutionsbestimmung überwiegend der Doshas, sondern hier wird gefragt, wie viel Widerstandskraft haben wir? Da geht es also nicht, wie feinfühlig wir sind und wie viel wir meditieren, sondern wenn es schwierig wird in unserem Leben, wie viel Resistenzkraft haben wir da? Und das ist aus meiner Sicht sowieso auch von dem Sattva-Prinzip die richtige Auslegung, also nicht wie feinsinnig sind wir, sondern wie stabil sind wir. Und das wird hier nochmal abgegriffen, also von Geburt an, wie viel Widerstandskraft haben wir auf psychischer, mentaler Ebene. Dann die Verzehrkapazität, das ist immer so eine komische Frage, ne? Wie viel Chapatis kannst du essen? Ja? Das ist, glaube ich, bei uns mit Essstörungen eine ziemlich schwierige Frage. Und darum geht es ja auch nicht. Ursprünglich war ein Appetit einfach so, das Hauptkriterium, die Agni-Kraft zu ermitteln. Aber hier gibt es einen Begriff, den ich viel besser finde, Jarana Chakti. Und das sind halt so dann die Symptome, die nicht auftreten nach Nahrungsmittelzufuhr. Also keine Oberbauchbeschwerden, Völle, Schwere, Aufstoßen, Säure. Und das kann hier mit abgegriffen werden, wie viel verträgt ein Mensch. Vielleicht
kennt ihr das von zu Hause, ne? Also wir sind immer so anfällig und jedes kleine Dahl macht bei uns schon Probleme im Bauch, aber unser Partner, der isst seine Pizza abends um 10, hat überhaupt keine Probleme. Und da ist halt Jarana Shakti sehr, sehr groß. Körperliche Belastbarkeit. Vyayama Shakti, wie fit sind wir? Wie viele Treppenstufen schaffen wir? Schaffen wir es beim Sport, ohne Schwierigkeiten zu bekommen? Und letztendlich ist auch das Alter, in dem wir uns jetzt im Augenblick befinden, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wir haben hier also 9 Faktoren, nur blitzlichartig, das muss jetzt nicht alles im Detail verstanden werden, aber nur als Überblick, die Konstitution ist nur ein einziger Faktor in einer Gruppe von 9 Faktoren, wobei man noch sich fragen muss, was ist hier überhaupt der wichtigste, aber letztendlich geht es nicht um die losgelöste Konstitutionsbestimmung, sondern es geht um die Bestimmung der Abwehrkraft. Dafür ist beim Erkrankten die Konstitutionsbestimmung ursprünglich da. Ja? Körperbau und Körpermaße, das ist ja eigentlich auch, gehört ja eigentlich zu Prakriti dazu. Ist das jetzt gemeint zum Zustand der, also beim Zustand des Erkrankten oder wie er so eben geboren wurde mit seinem Körperbau und seinem Körpermaße? Nach meinem Verständnis ist das die konstitutionelle Anlage, also wie er geboren wurde. Also würde es Aber eigentlich eher zu Prakriti damit gehören. genau, zu dem Gesamtkonzept Prakriti, aber ich möchte es ja nicht so gern Prakriti nennen, ja? Genau. Weil das für einen bestimmten Teil hiervon belegt ist. Aber es wird unterschiedlich gehandhabt. Also man kann natürlich diese ganzen Aspekte auch nutzen, um den gegenwärtigen Zustand zu ermitteln. Also es ist in beiderlei Richtung nutzbar. Was aber eigentlich hier an dieser Stelle empfohlen wird, um die Erkrankungskraft, die Virulenz zu definieren, ist so eine seltsame Rechenaufgabe. Also wie viele Dosha-Übereinstimmungen gibt es jetzt von der Krankheit und der Konstitution zum Beispiel? Da kommt die Konstitution auch nochmal auf. Also wenn wir eine Vata-Konstitution haben und Vata-Symptome oder Vata-Erkrankungen, dann ist die Wucht von Vata natürlich größer. Für uns als Therapeuten ist es einfacher, wissen wir ganz genau, wie wir therapieren müssen, aber letztendlich die Prognose ist schlechter in diesem Fall. Und ähnlich geht es halt auch darum, ob die Doshas in den Geweben, in den Malas sich manifestiert haben. Dann werden aber auch geografische Faktoren, ob wir nun in einem Vata-Land leben oder nicht, oder ob wir in einer Vata-Zeit leben oder nicht, auf das Konto der Erkrankung mitgerechnet. Und dann noch, wie stark sind die Ursachen und wie stark sind die Symptome. Und das ist eigentlich das, wie man ganz traditionell und ich finde sehr griffig und umfassend die Prognose ermittelt. Man sagt nicht einfach nur so, Stadium sowieso, sondern man nimmt viele, viele Faktoren. Aber noch einmal, was ich eigentlich darstellen wollte, die Aufgabe der Konstitution bei Patienten, bei Erkrankten, ist eher eine relative und gehört eher in den Kontext zu ermitteln, wie viel Abwehr, wie ist die Situation von den individuellen Erbanlagen in Bezug auf die Erkrankung zu sehen. Ja, und jetzt hatte ich ja behauptet, wow, das klingt vielleicht alles noch komplizierter, als es vorher war. Aber ich hatte ja behauptet, dass es letztendlich mit der Konstitution auch in der Bestimmung gar nicht so schwierig ist. Stellt euch vor, ein Automechaniker steht mit dem Rücken zu euch, während ihr auf dem Hof fahrt. Der weiß sofort, ohne sich umzublicken, ist es ein Benziner, ist es ein Diesel oder ist es ein Elektroauto. Und so allgemein sind die Doshas, sind 3. Ja, letztendlich sind es nur 3 Sachen. Ja, die können sich noch kombinieren, aber im Grunde sind es nur 3 Sachen. Und so ist es eigentlich auch, wenn man genug Erfahrung hat und das oft genug gemacht hat, dann braucht man nur ein, zwei Blicke und dann fängt man das Gespräch an, dann hört man noch die Stimme und zwischendurch verifiziert man das nochmal. Es passiert dann mit einigen Erfahrungen sehr, sehr selten, dass man da völlig daneben lag am Anfang, weil, wenn wir mal ehrlich sind, das Wichtigste, was wir betrachten müssen, ist einfach, ist es eine schlanke Person, ist es eine mittlere Person oder ist es eine übergewichtige Person. Und mit therapeutischer Erfahrung weiß man, was davon eine Vikriti ist und was nicht. Notfalls kann man halt, so mache ich das, ich mache es mir total einfach, während ich die Pulsuntersuchung mache, nehme ich mir zuerst die Hand, schaue mir die Nägel an, schaue mir die Hände an, wie feingliedrig die sind, die Gelenke, schaue eben, ob da Vata-Features sind, dass die Knöchel rausschauen und die Gefäße und die Sehnen und so weiter. Dann kann es manchmal sein, es ist tatsächlich öfter so, dass man eine ganz feingliedrige Hand hat, aber doch im Rest des Körpers andere Features aufweist.
Und deswegen lasse ich mir auch immer den Unterarm zeigen, ziehe eine Hautfalte. Und wenn ich mir unsicher bin, weil es irgendwie robuster wirkt hier oben, greife ich nochmal in die Schulter. Und da spürt man ja den Knochen. Ne? Und das lügt nicht. Wenn da Fettpölsterchen oben drauf sind, können wir wissen, okay, das ist Medas. Das ist eine Vikriti-Erscheinung. Aber wenn man die Knochen spürt, dann weiß man normalerweise ganz gut. Und überhaupt, wir denken ja längst letztendlich im therapeutischen Geschehen gar nicht mehr so darüber nach. Wir machen ja keine Konstitutionsbestimmungsbögen mehr durch, sondern das ist irgendwie integriert bei uns im Kopf. Und es braucht nur noch ein paar Anhaltspunkte, wo wir kurz abchecken. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Selbst wenn ihr nur das Gesicht seht, ist es meistens schon einigermaßen zuordnenbar. Also das ist, glaube ich, das Allererste, was man bestimmen muss. Wie gesagt, Doshas sind körperliche Prinzipien. Und dann spielen diese Eigenschaften eine extrem große Rolle. Wenn die Haut an der Hand trocken war und am Arm, da kann man ja nochmal nachfragen, ist Ihr Stuhl auch trocken? Sind Ihre Augen trocken? Sind die Schleimhäute trocken? Oder wenn man überall was Kantiges feststellt oder wenn man im Gespräch feststellt, da ist Schwäche, da ist irgendwie ständig ein Mangelgefühl, Zeitmangel, Kraftmangel, schaffe ich das überhaupt? Dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass da ein großer Batzen Vata mit am Start ist. Wenn es halt warm ist, wenn die Konturen, habe ich es jetzt mal genannt, wenn es so eher athletisch ist, das wird in den Texten nicht so ganz für uns verständlich beschrieben, aber nach meiner Beobachtung ist eine definierte Muskulatur, so ein athletischer Körper, der jetzt nicht so riesig ist und auch nicht so drahtig, ist eigentlich immer ein gutes Anzeichen für Pitta und das sieht man ziemlich schnell. Okay, und dann von der Ausprägung sämtlicher Gewebe und Glieder halt eine mittlere. Und bei Kapha, wie ihr wisst, alles ist irgendwie langsam und es glänzt in den Augen oder es ist halt fettig auf der Haut oder ne, wir erzählen uns vom Stuhl oder vom Sehnen auf der Zunge, dass es dort glänzt und nicht trocken ist. Dann wissen wir, dass es Kapha ist. Und ich finde, als zusätzlich ist, wenn man dann noch die Farben mit reinnimmt, dann ist man so mit etwas Erfahrung aus meiner Sicht auf einer sehr, sehr sicheren Seite mit seiner Konstitutionsbestimmung. Das Impuls nachzuspüren, ist sehr, sehr schwer. Braucht man echt Erfahrung und ist sehr fehleranfällig. Also Konstitutionsbestimmung unterm Strich halte ich für etwas sehr Handfestes, sehr Robustes, was wir über unsere Sinne sehr schnell machen können. Und ich finde es faszinierend, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit diesen Farben, kleinen Augenblick, die Farben mache ich gerade noch, auch in Nahrungsmitteln. Ne? Die meisten Nahrungsmittel, die kaffeeartig sind, sind eher hell. Reis, Hafer, Milch, Ghee, Zucker. Mir ist das aufgefallen. Ich wohne jetzt mit einem 8-jährigen Jungen zusammen und der isst halt nur weiße Nudeln, Kartoffeln, weißen Reis mit Butter. Ja? Das ist wahrscheinlich das Programm in der Zeit. Ne? Also, das machen ja viele so, das ist ja absolut keine Ausnahme. Die haben halt das Programm, ganz viel Süßes aufzunehmen, ne? Um Energie reinzuholen und zu wachsen. Ne? Die essen von unserem ganzen grünen Zeugs, essen die einfach nichts. Und das ist so spannend, dass das wirklich hinhaut und auch die Körpersekrete, wenn es halt ein weißlicher Schleim ist oder eine helle Haut, es ist ziemlich zuverlässig Kapha. Und wenn wir diese Farben haben, überall wo es leuchtet, grün ist jetzt eine Ausnahme, wenn es halt zu Alterungsprozessen kommt. Und bei Vata ist halt alles so dunkel oder so rauchig, matt, irgendwie so farblos oder dunkle Augenränder. Und diese Schattierungen, die sehen wir ja sofort im Gesicht. An den Händen und so weiter. Und aus meiner Sicht ist das hier völlig ausreichend, wenn man ein bisschen Mühe sich gibt und mal 10 Leute durchgemacht hat oder 20, um eine ziemliche Sicherheit zu haben. Hört es eine Frage? Okay. Super. Ja, also ich würde da ganz pragmatisch vorgehen und vor allem auch Selbstvertrauen haben, nicht das Gefühl zu haben, oh, da gibt es so viele Aspekte und da können so viele Schichten über drum drüber liegen und ich kann das gar nicht alles rauskriegen. Es ist aus meiner Sicht nicht so kompliziert. Okay, ich bin eigentlich schon beim Schlusswort. Aus meiner Sicht, meine Hauptempfehlung an dieser Stelle ist, aus dem Begriff Konstitution den Begriff Individualität zu machen. Und das, was an den Büchern eventuell irreführend ist, wird durch diesen Austausch des Begriffes meistens behoben. Und durch Individualität decken wir halt insgesamt ab, sowohl Vikriti als auch Prakriti, müssen wir dann nochmal intern unterscheiden, aber eben auch Ursachen zum Beispiel.
dass wir die mitberechnen bei unserer Überlegung, wie wir einen Patienten gesund erhalten wollen oder wie wir ihn halt im Krankheitsfall behandeln wollen. Und dass wir auch diese ganze Ballergeschichte, also diese verschiedenen Faktoren, um die Abwehrkraft des Patienten zu erfassen, mitberechnen. Und vielleicht könnt ihr es ja mal ausprobieren. Überall da, wo ihr Schwierigkeiten habt, den Begriff Konstitution zu verstehen, dass ihr dort an dieser Stelle einfach mal den Begriff Individualität einsetzt. Und das ist aus meiner Sicht purer Ayurveda. Ayurveda ist nicht, wir müssen unbedingt Vata bestimmen, Kapha bestimmen, Pitta bestimmen, unbedingt Konstitution ganz klar haben müssen und dann müssen wir tak, 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 tak aufschreiben, sondern wir müssen immer individuelle Situationen mit all den großen Kreisen, sei es Beziehung, sei es Beruf, sei es spirituelle Ausrichtung und so, in all diesen Feldern können so viele individuelle Faktoren drin versteckt sein, die das Wesentliche bei der Auslösung und des Fortbestehens der Erkrankung ausmachen. Und wenn wir die einfach nur schematisch einfach drüber scannen mit unserer Vata Pitta Kapha Maske, um die Konstitution zu bestimmen, verpassen wir die oftmals. Okay, als Take-Home-Message. Aus meinem Verständnis ist Konstitution eine weit gefasste Genetik im Ayurveda, eben auch mit wunderbaren Aspekten Krankheitstendenzen auf körperlicher, in Klammern, und auch auf emotionaler Ebene. Sie gibt uns Auskunft über Krankheitstendenzen und Anfälligkeiten, aber viele andere Faktoren können darüber liegen. Und deswegen ist es ein Teil, um die individuelle Prophylaxe zu betreiben, wo Ayurveda ja wirklich stark ist. Dann beim Gesunden macht sie einen großen Teil aus dessen, wenn wir entscheiden sollen, was an Nahrungsmitteln und Verhaltensmitteln oder auch Rasayanas für diesen Patienten gut ist, um gesund zu bleiben, aber halt nicht alles. Und wenn jemand erkrankt ist, beeinflusst sie nur die Wahl der therapeutischen Maßnahmen. Also sie tritt von ihrer Bedeutung stark in den Hintergrund. Zum Beispiel, wenn wir zwei Asthmatiker haben, ne, das ist ja Vata und Kapha. Vata ist das Verengen der Atemwege und Kapha ist der Schleim. Und wir haben eine Pitta-Konstitution, ist es etwas anderes, als wenn wir eine Kapha-Konstitution haben. Ist euch klar, ne? Also Vata und Kapha sind beides kalte Doshas und bei diesem Kapha-Konstitutionstyp könnten wir ganz viel erhitzende Maßnahmen, was in beide Richtungen wirksam ist, durchführen. Bei einem Pitta halt nicht. Da kann die Konstitution, ich nenne das immer, aktiviert werden, dass die auf einmal anfängt, Magenbrennen zu haben oder Entzündungserscheinungen aufzuweisen oder einen Durchfall oder Irritiertheit oder Schlafstörung. Es kann alles passieren. Und vor allem modifiziert sie beim Erkranken die Prognose und das ist halt dieses ganze Thema mit der Bestimmung der Kraft des Ballers, Arthura Baller des Patienten. Was aber sehr schön ist, und das will ich überhaupt nicht jetzt schlecht machen oder mit meiner Kritik schmälern, die Konstitution, wenn wir uns damit beschäftigen, und das ist ja im Sinne des Psychotests bei Bravo halt so eine schöne Geschichte bei der ganzen Sache, wir können halt wirklich sehr, sehr viel über uns lernen. Und dafür benutze ich zum Beispiel auch die Konstitution sehr gerne in den Gesprächen, wenn jetzt jemand kommt mit Pitta, ja, also wenn ihr eine Pitta-Konstitution diagnostiziert, ich würde immer an unerwarteter Stelle die Frage stellen, und was machen Sie mit Ihren Aggressionen? Ja, woher weiß er das? War ich jetzt aggressiv oder was? Und dann könnt ihr immer fragen, können Sie das ausdrücken oder haben Sie das Gefühl, Sie leben das eher irgendwie nicht oder unterdrücken das und so. Und das löst meistens sehr aufschlussreiche psychologische Gespräche aus, wo die Leute sich total erkannt fühlen. Und das passt einfach ständig. Du siehst hier was Rotes, mittleren Körperbau, sehr scharf geschnittene Konturen, sprichst die Leute auf ihre Aggressionen an und die denken, wow, Treffer, Treffer ins Zentrum. Ne? Und dafür ist es natürlich wunderbar. Und dann, wenn man ihnen ein bisschen was über die Konstitutionstypen erzählt und dann sagt, das sind nicht sie, das ist die Natur, das ist der Bauplan der Natur bei ihnen, weil Aggressivität hat eben auch positive Komponenten. Ja, das ist alles eine ganz, ganz hilfreiche Sache, mit der wir arbeiten können. Und ich würde aber noch weiter darüber hinausgehen, wenn wir jetzt diese Sankhya-Aspekte der Philosophie noch hatten, da stecken halt sehr viel feinere Ebenen noch dahinter. Also wie funktioniert unser Ahankara und unsere Buddhi, unser Erkenntnisorgan, Entscheidungsorgan. Und dass wir uns über die Konstitution, und da würde ich halt wirklich den Begriff meine Natur als viel angemessener finden als Konstitution,
dass wir uns wirklich verbinden mit dem ganzen großen Kosmos. Und da sind wir halt bei der philosophischen Grundlage, die ich dann eingangs auch erwähnt hatte, dass wir letztendlich nur ein Abbild sind des großen Kosmos und der Kosmos in uns sich manifestiert, wir also voll verbunden sind und gerade dieses Geheimnis, ob das wirklich stimmt und wenn wir das praktisch in unser Denken, in unser Handeln mit einbeziehen, dass wir wirklich alle hier verbunden sind. Selbst wenn die Natur sich über die Mahabhutas bei uns völlig unterschiedlich ausgeprägt sind. Aber dieses Geheimnis, finde ich, steckt in dem Begriff der Prakriti mit drin, dieser Ruf, schau in die Tiefe, entdecke dich selber, wie in vielen, vielen Philosophien es auch angelegt ist, entdecke deine Natur, wie du wirklich bist. Und die Kategorisierung des Ayurveda kann uns da helfen, ist zwar ein bisschen grob aus meiner Sicht, aber kann uns wirklich sehr helfen. Tja, und die Hauptempfehlung, wie gesagt, am liebsten, wenn es an mir ginge, den Begriff Konstitution durch Individualität ersetzen. Ja, vielen herzlichen Dank.